das voll unterstützen, weil ich ständig in den Vereinen und in den Dörfern unterwegs bin zu Dia-Vorträgen, zu Diskussionsrunden, zu Führungen in die Wildnis, in die werdende Wildnis. Die Menschen, die da hinkommen und auch viele von diesen ganz normalen Bürgern kleiner Dörfer, Landwirte, Förster, Handwerker, die sprechen mich an, dass sie sagen, nach 30 Jahren ist das richtig toll geworden und wir haben jetzt erst gemerkt, was wir für einen Schatz vor unserer Haustür haben. Wir kennen das ja alle. Ich sage dann immer, fragt man Afrikaner, ob er seine Serengeti mit den Elefanten und den Giraffen für was Besonderes hält. Jetzt wissen wir, welche Verantwortung europäische Buchenwälder und die Artenvielfalt in der umgebenden Naturparkkulturlandschaft. Wir haben extra eine Arche-Region gegründet, zusammen Reinhard Kubert und ich mit den Frankenauer Bürgern, wie sich das gegenseitig ergänzt. Also der Stolz, den spüre ich überall und ich selber habe ihn natürlich auch immer in meinem Herzen.